Hallo und willkommen zurück zu GTA 4. Ich steige hier gerade in meinen LKW, weil der nämlich echt toll ist, denke ich. Also damit wird man auf jeden Fall schön Leute wegrammen können, wenn er erstmal seine Geschwindigkeit erreicht hat. Boah, da ist ja gar kein Widerstand, wenn ich jemanden reinfahre. Boah, aber die Lenkung, du mein lieber Scholli. Ach du Schande. Da habe ich mir ja was angetan. Oh, und die Bremse. Oh Gott. Ein echt tolles Auto. Was machen wir denn heute überhaupt? Wo sind wir denn hier in der Nähe? Ich würde sagen, wir fahren mal zu dem großen D darüber. Erstmal schön den Rückwärtsgang reinkloppen. Wie hört sich die Hupe an? Au ja, solche Hupen mag ich. Nein, du sollst doch mehr nach da. Entschuldigung. Boah. Ich will nicht wissen, was dieser LKW hier wiegt. Der ist ja heftig. Auch langsam. Und sehr schwer den Kurven. Entschuldigung. Okay. Dieser LKW macht Spaß. Damit werden wir allerdings eine ganze Weile brauchen, bis wir ankommen, denke ich mal. Aber was soll's. So, den kriege ich. Nee. Ach, wir hätten hier reingemusst. Warum sagt mir das keiner? Ach, wir fahren einfach geradeaus weiter. Weg. Verschwinde. Ich muss hier durch. Bloink. Was ist los? Warum schreit ihr synchron? Das muss doch nicht sein. Den krieg ich. Zack. Ich schleif dich jetzt bis sonst wohin mit, mein Freund. Boah, der funktioniert wie so eine Bremse irgendwie. Fahren wir doch lieber außen rum. Hey, Respekt, Bauarbeiter. Dich hätte ich fast mitgenommen. Ohne es zu wollen. Ach komm, das ist nur ein Auto. Verschwinde. Ich kann nicht bremsen, geh weg. So, ich glaube, irgendwelche Leute hatte ich da mitgenommen, aber kann ich nichts dafür, wenn die nicht aus dem Weg gehen. Ich habe gehupt. Mehr kann ich nicht machen. Boah, ja, den krieg ich. Schade. So ein richtig schön querkommendes Auto hätte ich gern mal. Ich glaube, das würde ziemlich weit fliegen. Bam! Ui! Da, LKW. So, okay. Ich bin da. Auf geht's. Mal sehen, was Derek jetzt von uns will. Tunnel des Todes heißt die Mission. Good. How you do it? I went into a situation full of optimism, full of naivete. I got burnt. Look at me. Like smack on a fucking spoon. Well, how do you manage? I don't know that I got off so lightly. We all got our demons. Aiden O'Malley. What about Aiden O'Malley? I heard he's being moved. Schön die Taube da hinten im Hintergrund. Maybe this is our time. Put all this crap to bed. Get off the drugs. Live with the memories. Aiden's being moved by van from the bacon factory. He's been talking shit about me. Back to the Albany State Correctional Facility. Please, Nico, boy, just this last one. Please. Sure, Derek. You and me are the same. The same. The same. We're the same, you and me. Okay.
Wo ist denn diese Taube, die wir hier die ganze Zeit im Hintergrund gesehen haben? Ach, da hinten. Alle. Pecky ruft an. Nico, I hear my brother Derek is asking you to ice his old drinking buddy Aiden O'Malley. Yeah, he has. What's the big deal? O'Malley is in government custody. He's got more police protection than the mayor. I left a truck with a rocket launcher in it for you in an alley. Off of Applewhite in Alderney City. A truck with a rocket launcher in it. What am I meant to do with him? Who knows? Anyway, the convoy with O'Malley in it has to go through the Booth Tunnel. You're gonna get there first and block the road with your truck. I'm gonna come in from the rear and block them that way. Pick up the truck and give me a call. Alles klar. Wenigstens kriegen wir Unterstützung bei der Sache. Ah, geh weg. Ich muss hier lang. Ich habe eine Mission. Zack. Das geschieht, wenn du vor mir fährst. Ah, Hilfe. Was ist denn jetzt los? Blödes Auto. Ich finde diesen Brücken-Highway hier so toll. Der sieht ja mal toll aus. Da fahren wir bestimmt auch irgendwann noch drüber. Ah, Hilfe! Nein! Wer tut sowas bloß? Nein, ich muss, wo muss ich? Muss ich? Ich denke schon, dass ich muss, oder muss ich nicht? Ach, egal. Ah, hier muss ich. Oder kann ich, oder will ich, oder was auch immer. Da, das war nichts. Außer eine Schwachsinnsaktion. Los, ja. Ich wusste doch, dass du es kannst. Au. Ach, scheiß drauf. Weg damit. Keine Lust mehr. So, was haben wir denn hier unten schon? Oh, das könnte ein bisschen wehtun, oder? Nee. Ein schön LKW. Mal wieder. Wieso kann ich nicht fahren? Ah, deshalb. Wollen wir doch mal sehen, was jetzt hier geschieht. Alright, I've got the truck. When we have him blocked in, we take down the escort and make off with the prisoner. Why don't we just kill the fucker there and then? That's probably what Derek would have told you to do in his smacked out state. Problem is, he's the first one they talk to if that happened. We gotta make this look like a prison break. Great. They're leaving the old cop shop now. Should be at the Booth Tunnel soon. Okay, alles klar. Wie ein Ausbruch aussehen lassen, das ist natürlich clever. Und dann entsorgen wir den irgendwo, wo es keiner merkt. Blockiere den Booth-Tunnel. Nichts einfacher als das. Der LKW gefällt mir. Der hat schnelle Beschleunigung, lässt sich ganz gut lenken. Ups. Ach, schreit nicht so. Das war nur eine Straßenlaterne, Leute. Was seid ihr hier alle so schreckhaft? Langsam müsstet ihr es doch gewöhnt sein, dass hier der Nico durch die Straßen zieht. Auf Plünderkurs. Boah, jetzt können wir hier aber schön beschleunigen. Vorsichtig. Oh, wir müssen auf die andere Seite, okay. So, parke den Truck. Was liegt denn hier rum? Irgendwelches Waffenzeug. Ja, eine kleine... Ey, was? Ich war doch noch gar nicht richtig drin. Gemeinheit. All right, man, we're coming to you. Take out the escort, but keep Derek's pal alive. What's this jerk think he's doing? Hey, Mitch, can you find out what this guy's up to? Okay, jetzt geht's ab. Raketenwerfer hat er doch gesagt, oder nicht? Hey, buddy, get this thing out of the road, will you? I think we might have a problem here. Zack! Wohl bekomm's! Yeah.
Okay, eine haben wir ja noch. Damit greifen wir uns die da hinten. Können wir machen, aber lass mich vorher noch ein bisschen hier die Munition aufsammeln. Ich habe nämlich nicht mehr viel. Ah, Hilfe! Da hinten explodieren Sachen. Du musst nicht hinfallen. Alles in Ordnung. Haben wir auch noch ein paar Waffen. So, dann wollen wir mal. Wie, Peggy ist tot? Dieser Idiot! Mann, das glaube ich ja jetzt nicht. Jetzt dürfen wir das nochmal machen, nur weil der gestorben ist. Und wir stehen wieder am Hinterteil der Welt. Au. Gut, fahren wir halt nochmal hin. Was tut man nicht alles? Also die Begleiter hier, die manchmal mitkommen in den Missionen, die sind echt das Letzte. Ist jetzt schon das zweite oder dritte Mal, dass ich verliere, weil einer von denen zu dämlich ist, mal aufzupassen, wo er hinrennt. Wenn da was brennt, rennt man weg. Und stellt sich nicht gerade noch so hin, dass man explodiert dabei. Pack. Aber diesmal kriegen wir das hin. Ich passe einfach wieder ein bisschen auf Peggy auf. Und lass das mit dem Raketenwerfer diesmal sein. Das bringt ja doch nur Ärger. Schweine. Ach, jetzt fahren wir sogar wieder genauso wie vorhin, oder was? Nur, dass es diesmal besser klappen wird. Zack. Geh mir doch aus dem Weg. Ah, Hilfe. Ah, Hilfe. So, elegant geparkt. So, mal sehen, ob wir hier heil runterkommen. Ja, kommen wir. Sehr gut sogar. Und da ist schon der LKW. So, ruf schon an, ich will los. Möp, macht's. Tunnel of Death. Alright. Brauchen wir nicht, kennen wir schon. Ich will direkt loslegen und töten. Da-dam, da-dam, da-da-dam, da-da-dam, da-dam-dam. Verschwinde! Super Sale. Noch ein bisschen Unfälle stiften hier drin. Zack. Hab dich nicht so, ich hab dich doch nur ein bisschen von hinten angestupst. Da. So, mein Freund. Es kann losgehen. I'm in position, Peggy. Alles klar, legen wir los. Was nehmen wir denn am besten? Also für die Pistole haben wir ja am meisten Munition. Verschwindet. Zack. Ja, ich möchte nur noch schnell die Munition sammeln hier.
Dann können wir loslegen. So, und diesmal überlebst du auch, bitte, klar? Steig ein, bevor du wieder tot umfällst. Bist du drin? Gut. Wohin fahren wir denn? We got cops in the vicinity, Nico. We gotta lose this heat before we can send this fucker where he's going. Okay. Drei Sterne, die müssen wir loskriegen. Ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video zu GTA 4 wieder. Da können wir dann direkt spannend loslegen. Und ich sag tschüss, wir sehen uns!